So, heute befinde ich mich auf der Suche nach Reizkern. Reizker sucht man vorzugsweise in Fichtenschonung, da wächst der Fichtenreizker. Oder in Kiefernschonung, da wächst der Edelreizker. Man kann auch Weißtannenschonung aufsuchen. Da hat man Chancen auf den Lachsreizker. Ich glaube, hier habe ich auch schon die ersten gefunden. Ich zeige euch die mal. Reizker wachsen immer sehr gerne am Wegrand. Also hier ist ein Weg, hier ist der Rand und hier ist eine Fichtenschonung. Mit Fichten vielleicht so im Alter von knapp 20 Jahren, würde ich mal schätzen. Und hier stehen die ersten Reizker. Unten sieht zwar aus wie so ein Grübchen, aber hier sind keine Kiefern in der Nähe. Das wird trotzdem ein Fichtenreizker sein. Hier ist der nächste. Hier sieht man auch schon die leicht grünlichen Töne. Hier oben auch in der Mitte vor allem. Also die ersten Reizker sind gefunden. Das Wichtigste bei der Suche nach Reizkern ist, dass wenn man welche findet und diese anschneidet, dass diese orange oder orange-rot bluten. Andere Milchlinge, die weißlich bluten, sind zum Teil giftig, die sollte man nicht mitnehmen. Aber bei Reizkern gilt, alle die orangene oder orange-rote oder auch rötliche Milch haben, sind essbar. Hier habe ich schon den nächsten gefunden. Hier sind Kiefern, junge Kiefern. Der Reizker hat Grübchen, also wird das definitiv ein Edelreizker sein. Ich zeige euch mal den Anschnitt. So, hier mal zum Vergleich zwei Edelreizker. Das wären diese beiden hier mit den Grübchen. Und ein Fichtenreizker, der hat keine Grübchen und leichte Grüntöne, hat auch am Hutrand vor allem nicht so eine Maserung, würde ich sagen, wie der Edelreizker. Der Edelreizker hat hier am Rand typischerweise noch so eine Maserung. Also Fichtenreizker und Edelreizker. Hier die typische orangenfarbene Milch, die hier am Anschnitt austritt. Hier bei dem verfärbt sie sich fast schon ein bisschen, wenn ich scharf werden. Zum Teil fast ein bisschen weinrot hier am Rand. Hier habe ich eine besonders schöne Stelle entdeckt mit ganz vielen Edelreizkern. Hier der erste, noch einer, hier noch zwei, hier noch einer und da ganz viele. Na, ich glaube, das Mittagessen ist gesichert. Hier sieht man wieder sehr schön den Weg, hier die Kiefernschonung, das sind alles relativ junge Kiefern und hier wunderbare Edelreizker. Sehr schöne Exemplare. Und hier noch mehr. Man sieht hier bei dem linken sehr schön die Grübchen. Also kulinarisch stehen Reizker bei mir ganz, ganz weit vorne in der Liste. Die sind geschmacklich wirklich sehr, sehr gut. Von der Konsistenz auch sehr, sehr schön, schön bissfest und geschmacklich auch sehr, sehr gut. In der Zubereitung sollte man tatsächlich darauf achten. Bei Reizkern gilt, weniger ist mehr. Also ich bereite meine Reizker immer nur
mit einer Schalotte zu, also nicht zu viel Zwiebel, ein bisschen Speck, auf der Bratpfanne gebraten und Salz und Pfeffer. Mehr braucht es nicht für ein gutes Reizkergericht. Ansonsten, da wo Reizker wachsen, wachsen auch viele Schmierröhrlinge, wie zum Beispiel dieser hier. Das wird irgendwie ein, keine Ahnung, Körnchenröhrling oder ähnliches sein. Ich guck mal von unten drunter. Ja, irgendwie sowas in der Art. Hier ist noch ein Reizker. Den nehme ich auch noch mit, der ist schön. Ansonsten hier noch ein paar gelbe, die sehen aus wie Goldröhrlinge. Ja, das werden Goldröhrlinge sein, obwohl ich hier nicht wirklich eine Lärche in der Nähe sehe, nur Kiefern. Ah doch, eine Lärche steht hier. Genau, die Goldröhrlinge werden zu dieser Lärche hier gehören, denke ich mal. Butterpilze gibt es hier auch en masse. Also, da, wo man Reizker findet, da findet man typischerweise auch jede Menge Schmierröhrlinge. Besonders, wenn es ein bisschen trockener ist, sind die Reizker von oben gar nicht so leicht zu erkennen. Die haben oftmals dann eine etwas gräulichere, bräunlichere Färbung, als man sich das sonst vorstellt. Sonst stellt man sie sich ja immer relativ orange vor. So wie diese hier, ne? Hier ist noch einer. Und hier auch noch einer. Die sind natürlich schön trocken von oben, aber anscheinend gab es hier doch ausreichend Feuchtigkeit, hier ein bisschen die grünen Töne zu erkennen. Von unten sehen sie natürlich deutlich orange aus, von oben nur leicht orange, eher so bräunlich-ocker. Hier ist einer, der steht eher schattig, da sieht man tatsächlich noch diese schöne orangene Verfärbung. Also der hat so die typische Reizkerfärbung, wie man sich so einen Reizker vorstellt. Auch von unten sehr intensiv orange. Aber selbst von oben halt diese mehr ins Orange gehende Färbung. Also dieses Jahr scheint ein sehr gutes Reizkerjahr zu sein. Ich habe jetzt schon eine große Portion gefunden. Das ist definitiv jetzt schon mehr, als ich im letzten ganzen Jahr gefunden habe. Obwohl es im Moment relativ trocken ist bei uns in Ostniedersachsen, wachsen die Reizker trotzdem hier sehr, sehr gut. Ein paar von denen waren natürlich von Maden befallen. Das ist leider so, dass Reizker auch bei den Maden sehr, sehr beliebt sind. Deswegen ist es, besonders wenn es ein bisschen trockener ist, relativ häufig, dass die von Maden befallen sind. Das ist natürlich schade. Oh, kann man nichts machen. Bei der Reizkersuche würde ich auch gar nicht empfehlen, zu sehr ins Dickicht zu gehen. Also da drinnen in der Schonung habe ich gar nicht so viele Reizker gefunden. Vielleicht 5% höchstens gehen so 1 Meter oder 2 Meter in diese Schonung rein. Der Rest steht richtig neben dieser Schonung, irgendwie mitten auf dem Weg. Manchmal auch in einer Entfernung von 4 Metern von der nächsten Kiefer. Also gar nicht so ins Dickicht gehen, mehr so die Wege entlang gehen an den Kiefern- und Fichtenschonungen. Hier sind ein paar Pilze, die man potenziell mit dem Reizker verwechseln könnte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, aber von oben sehen die ein bisschen ähnlich aus. Aber wenn man sie abreißt, von unten sieht man ganz deutlich, sie haben nicht diese intensive orange Färbung und auf Verletzung bluten sie natürlich auch nicht mit roter Milch. Also das sind keine Reizker. Hier stehen noch ein paar. Was wird das sein? Ein Birkenpilz. Wahrscheinlich ein Birkenpilz. Auf jeden Fall schon zu alt, der bleibt stehen. Ein weiterer möglicher Verwechslungspartner mit den Reizkern ist der Birkenmilchling. Der kann manchmal auch eine ziemlich intensive orange Färbung haben. Aber man unterscheidet ihn, wenn man den abschneidet, dass der intensiv mit weißer Milch blutet. Nicht mit roter, sondern mit weißer. Die gelten als leicht giftig. So, jetzt ist es wieder eine
Fichtenschonung. Hier stehen relativ junge Fichten. Ich gehe jetzt ein Stückchen in dieser Fichtenschonung entlang, aber mein Blick richtet sich immer gen Rand, also immer gen Weg. Da hat man die besten Chancen. Auf Reizgar, was haben wir hier? Ah, hier ist tatsächlich, das sieht ein Steinpilz. Ja, noch eindeutig ein Steinpilz. Gut, aber da wir heute Reizgar sammeln, lassen wir den mal stehen. Des Weiteren könnte man erwähnen, wenn man so eine Portion Reizgar gegessen hat, kann es durchaus sein, dass sich Stunden später oder auch einen Tag später der Urin stark rötlich verfärbt. Also nicht wundern, wenn ihr Reizgar gegessen habt und am nächsten Tag rot pullert, seid ihr höchstwahrscheinlich nicht krank. Das liegt einfach an dem Beta-Carotin, was in Reizgern als Farbstoff enthalten ist. Das ist der gleiche Farbstoff wie in Karotten zum Beispiel. Hier haben wir noch ein paar gelbe Amanitas, wahrscheinlich der gelbe Knollenblätterpilz. Zwei Exemplare, da steht nur einer und hier auch noch einer an einer Eichenschonung. So, das war's für heute. Eine gute Portion habe ich gefunden. Ich denke mal, für eine leckere Reizgar-Mahlzeit wird es definitiv reichen. Meine Frau isst die auch sehr, sehr gerne. Reizgar sind quasi ihre Lieblingspilze kulinarisch. Ich werde das Video nachher mal vielleicht Anleitung zur Reizgar-Suche nennen. Allerdings habe ich mich definitiv nicht wirklich vorbereitet auf dieses Video. Das war heute wirklich spontan, dass ich Reizgar gefunden habe. Von daher verzeiht mir irgendwelche inhaltlichen Fehler, falls ich bei manchen Sachen nicht ganz korrekt war oder irgendwelche wichtigen Sachen weggelassen habe. Dann liegt es halt einfach daran, dass ich nicht wirklich vorbereitet war auf ein Anleitungsvideo zur Reizgar-Suche. Ich musste mir halt alles schnell aus den Fingern saugen. Ich hoffe, einigermaßen ist es okay. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Reizgar-Suchen.